Herzlichen guten Abend im Salon Luitpold. Ich freue mich sehr, trotz der Verwirrungen um uns herum außerhalb des Palmengartens in dieser illustren Runde heute begrüßen zu dürfen. Der Salon Luitpold widmet sich heute einem wunderbaren Thema, das nicht besser passen könnte: die Kunst unserer Sehnsucht zu folgen. Das Buch wird eine große Rolle spielen heute Abend. Und ich darf als einführenden Schwank ganz kurz erzählen, dass wir vor ziemlich genau einem Jahr hier gleich um die Ecke saßen, Professor Michael Bort und Dr. Christian Gohlke, und angedacht haben, dass wir mal was zusammen machen könnten. Und heute sitzen wir hier, haben viel erlebt in der Zwischenzeit und freuen uns umso mehr, dass es tatsächlich trotz der Wirrungen klappt heute Abend. Ich bin sehr glücklich. Ich werde auch gleich übergeben. Ich darf bloß ganz kurz den Spiritus Rector, Dr. Christian Gohlke, vorstellen, dem wir das alles zu verdanken haben, weil er den Kontakt hergestellt hat und die Idee entwickelt hat und dran blieb und immer wieder angeschoben hat. Und er hat ja schon ganz viele Salons bei uns gemacht, gestaltet, konzipiert, organisiert, moderiert. Und ich bin sehr froh, dass ich ihn an meiner Seite habe, um Ihnen so tolle Abende bieten zu können. Den beiden Herren wird, also Michael Kern und Professor Michael Bort, wird Herr Gohlke noch genauer vorstellen. Ich darf jetzt, damit wir gleich loslegen können, als wunderbare Einstimmung Amrei Bohn vorstellen, die Bach-Suite Nummer 3 für uns spielen wird. Einen wunderbaren Abend. Ja, meine Damen und Herren, die Kunst unserer Sehnsucht zu folgen heißt unser heutiger Abend. Und wir reden über Philosophie und Meditation, über Musik und Yoga, kurzum über die wichtigen und großen Themen des Lebens. Und dazu begrüße ich ganz herzlich meine beiden Gäste. Mir gegenüber sitzt Michael Bort. Er hat Theologie und Philosophie studiert, in Philosophie promoviert in Oxford über einen platonischen Dialog und in Fribourg seine Habilitation abgeschlossen. Er ist Professor hier in München an der Hochschule für Philosophie, die er viele Jahre lang geleitet hat. Und seit 2011 leitet er außerdem das Institut für Philosophie und Leadership. Herzlich willkommen, Michael Bort. Dankeschön. Und Michael Kern, auch ein ausgebildeter Philosoph. Er ist aber in München vor allem bekannt, weil er die gastronomische Szene der Stadt nachhaltig und tief geprägt hat.
das Pascha, mehrere Nachtclubs, wenn ich richtig informiert bin, das erste vegane Restaurant der Stadt, vielleicht sogar Deutschlands, das Hotel Lovelace, das hier ganz in der Nähe gewesen ist. Aber Michael Kern ist auch Betreiber von 2 Yoga-Studios und dazu wird er uns heute Abend ein bisschen etwas erzählen. Herzlich willkommen, Michael Kern. Vielen Dank, herzlich willkommen. Ja, Professor Bort, wer Ihre Publikationsliste anschaut in den letzten Jahren, der stellt fest, dass Sie ein Meister vieler Künste sind. Sie verstehen es, die Krise als Chance zu nutzen. Sie verstehen die Kunst, sich selbst auszuhalten. Sie verstehen die Kunst, jetzt auch der eigenen Sehnsucht zu folgen. Warum haben Sie jetzt in der Situation ein Buch über die Sehnsucht geschrieben? Also zum einen sollte man nicht verwechseln, die Fähigkeit, das zu können, mit der Fähigkeit, ein Buch darüber zu schreiben. Also Leute, die mich näher kennen und die sozusagen, die werden da durchaus unterscheiden machen können. Das ist das eine, ja. Aber es sind Themen, alles Themen, von denen ich das Gefühl habe, dass über sie nachzudenken für das Leben von uns Menschen einfach wichtig ist, ja, und essentiell ist. Und dieses Buch, Die Kunst unserer Sehnsucht zu folgen, ist ganz vor der Corona-Zeit überhaupt entstanden, die Idee, etwas darüber zu machen. Und die Idee kam eigentlich aus den Kursen, aus den Retreats, die ich als Vorstand des Instituts für Philosophie und Leadership in München für Vorstände großer Konzerne gebe, aus der Begleitung von Leuten, die in hohen Verantwortung in DAX-Konzernen sind oder Familienunternehmen haben. Weil ich bei denen sagen, im Dialog mit denen sehe, dass ich als, wie Sie ganz richtig gesagt haben, als Jesuit, als katholischer Priester, als jemand, der ganz in dieser christlichen Tradition groß geworden ist und sich auch selber in ihr versteht, in einen Dialog treten möchte mit Leuten, die unter Umständen, denen unter Umständen diese Welt ganz fremd ist, aber die zu meiner eigenen Überraschung, weil das waren eben Ingenieure und Juristen und Maschinenbauer, also Leute, von denen man erstmal nicht so denkt, dass sie mit Meditation, mit Spiritualität etwas anfangen können, dass ich gemerkt habe, also je höher sie in Verantwortung stehen, je größer der Druck ist, desto intuitiv plausibler wird das, dass Fragen der Spiritualität und Übungen der Spiritualität tatsächlich so etwas wie einen inneren Freiraum schaffen können, aus dem heraus sie dann souveräner ein Unternehmen weiterführen können. Und gerade jetzt halt in Zeiten der Pandemie, in denen viele Unternehmen also auch einfach bis hin zu ganz existenziellen Existenzfragen stehen, ist es natürlich umso wichtiger, dass Führungskräfte ihre eigene Unsicherheit und ihre eigenen Ängste, die natürlich da sind, und nicht einfach eins zu eins auf die Mitarbeiter weitergeben und alles panikt und dann geht alles nicht mehr weiter, weil alles panikt, sondern dass man, auch wenn man nach innen nicht souverän ist, es lernt, mit sich selbst so umzugehen, dass man nach außen souverän handeln kann, weil dafür wird man bezahlt, ja, oder dafür macht man seinen Job. Und die Übungen, also ich verstehe Spiritualität eben als Übungen, die einem in die Lage versetzen, also als ein Teil der Spiritualität in die Lage versetzen, zu lernen, mit sich umzugehen, so wie man halt ist, ja. Mit allem, was es an Positiven in einem gibt, aber auch mit allem, was eben an Schwierigem oder Nicht-Verstandenem oder Unruhigem in einem selber ist. Und das weiterzugeben, ist halt mein Job seit 2011 und mir kam auf einem wunderschönen Spaziergang in den letzten Weihnachtsferien die Idee, so darüber schreibe ich doch mal etwas. Herr Kern, sind Sie in Ihrer Tätigkeit mit ähnlichen Schwierigkeiten, ähnlichen Bedürfnissen konfrontiert? Was sind das für Leute, die zu Ihnen ins Yoga-Studio kommen? Welche Motivation haben die denn? Das fragen wir uns auch manchmal, was das für Leute sind. Das wissen wir natürlich erstmal nicht, was das für Leute sind irgendwie. Und das ist vielleicht auch ganz gut, dass wir es nicht so genau wissen. Und ich glaube auch, dass es für die Schüler oder für die Yoga-Anfänger ganz angenehm ist, sich gar nicht zu viele Gedanken über Yoga und was es sein könnte und was es bewirken soll und so weiter zu machen. Natürlich hat man irgendwie eine diffuse Vorstellung, vielleicht auch ein Ziel, was man mit dem Yoga verbindet oder warum man Yoga anfängt.
Aber ich glaube, wir sehen beide, man kann diese Übungen, jetzt mal allgemein gesprochen, ob es jetzt Yoga-Übungen, stille Übungen, Meditation sind, man kann sie als Werkzeug einsetzen oder wirklich instrumentalisieren und sagen, das will ich erreichen, aber man wird, glaube ich, sehr schnell merken, und das ist auch unsere Erfahrung, da ist irgendwie mehr. Also es hat auch einen Eigenwert, einen intrinsischen Wert, und es passieren auch Dinge, die jetzt nicht unbedingt vorhergesehen waren. Und wir haben natürlich Leute, die sozusagen aus Gründen Bauch, Beine, Po zum Yoga kommen oder Rückenschmerzen und so Sachen. Also man kommt aus, man hat vielleicht einen Anlass, aber es passiert dann viel mehr. Es kann auch viel mehr passieren, es darf auch viel mehr passieren. Das weiß ich jetzt nicht, wie das bei dir ist, bei den Führungskräften, ob dann. Aber erstmal ist das ja offen, sozusagen, die Yoga-Praxis, und das soll sie auch sein. Ja, also natürlich wird man sich auch immer wieder, reflektieren und zurückkommen, aber eigentlich, also jetzt bei uns in den Studios, ist es, wir versuchen es sehr offen zu halten, sehr experimentell auch. Ja, also dass die Leute auch den Raum haben, mit ihrem Körper, mit ihrem Atem, mit allem Möglichen zu experimentieren, ergebnisoffen, erstmal sehen, was passiert. Hast du denn das Gefühl, die Leute kommen im Grunde, auch wenn sie in der Krise sind, dass sie sagen, sie müssen was für sich tun und fangen dann Yoga an? Absolut. Also ganz große Krisen, also Beziehungskrisen sind natürlich sehr beliebt, um Yoga zu beginnen. Also jetzt gerade bei Mädchen oder jungen Frauen oder Frauen. Ja. Aber vielleicht stimmt das auch gar nicht, vielleicht ist es bei den Männern genauso. Also jedenfalls, Beziehungskrisen sind schon mal ein guter Punkt. Irgendwie dann Verletzungen aller Art, ja, also jetzt wirklich natürlich die körperlichen Verletzungen, aber möglicherweise auch seelische Verletzungen, ja. Aber Rückenschmerzen, Schlaflosigkeit, das sind so, die Rückenschmerzen ist natürlich der Klassiker. Ja. Und ich würde mal behaupten, also 80% der Rückenschmerzen können wir heilen, ja, klar, ja. Und zwar relativ schnell. Ja. Also, und das ist auch schön, dass es so ist, und dann von dort aus kann es weitergehen. Ja. Ja. Also wir haben uns ja im Grunde kennengelernt, du hast ja an der Hochschule für Philosophie auch studiert, aber vor allen Dingen haben wir uns kennengelernt, als ich Präsident dieser Hochschule war und das Gefühl hatte, ich muss echt was für mich tun. Der Rhythmus, in dem man arbeitet, ist so hoch. Und einfach die Meditationspraxis, in der ich bisher gewesen bin, dass man einfach eine Stunde still ist, das hat nicht mehr funktioniert, weil ich so unruhig wurde, dass ich dachte, ich muss am Körper anfangen. Und da war das ja, habe ich ja mitgekriegt, dass du Yogalehrer bist. Und ich erinnere mich noch sehr gut an die ersten Stunden, wo du also mit einer unglaublichen Geduld mich lobend, also in meinen grauenvollen Positionen die ersten Schritte beigebracht hast. Genau, also wir versuchen das sozusagen, das Yoga allgemein versucht, so die ganzen theoretischen Konzepte so ein bisschen vom Kopf auf die Beine zu stellen. Also wie der Michael gesagt hat, wir fangen beim Körper an. Und tatsächlich ist es so, dass die Meditation auch im Yoga das Ziel ist, aber sie steht da nicht alleine isoliert, sondern die Meditation ist Teil eines Übungswegs. Und dieser Übungsweg ist jetzt auch nicht verstanden als aufsteigende, wie haben wir das bei den Griechen, eine Treppe, ja. Man geht immer von Stufe zu Stufe und alles andere kann man hinter sich lassen, sondern die Übungen, die Körperübungen, die Atemübungen, die stille Übungen, die sind gleichberechtigt. Man wird immer wieder, man wird alles machen, aber wir fangen eben beim Körper an, weil es eben oft auch einfach ein Bewegungsdefizit gibt und eine Verspannung, die jetzt erstmal körperlich, wenn man natürlich den ganzen Tag, kennen wir ja alle, irgendwie so am Computer sitzt und allein schon die Schreibhaltung und die Tastatur stimmt nicht und die Maus und weiß ich nicht was. Also da fangen wir an, aber da bleibt es dann nicht stehen, ja, nach Möglichkeit. Also wenn man jetzt über Sehnsucht redet, spielt ja in beiden Tätigkeitsfeldern von Ihnen eine ganz wichtige Rolle, müsste man vielleicht einmal versuchen zu beschreiben, was das eigentlich ist, Sehnsucht. Und ich als Literaturwissenschaftler schlage dann natürlich Wörterbücher auf und habe ein paar Definitionen gefunden, und ich möchte einmal das vorlesen, was bei Grimm steht. Der sagt nämlich, ja, vom Mittelhochdeutschen kann man das ableiten, eben sehnen, und das heißt so viel wie sich grämen, härmen, nach etwas verlangen. Oder auch Adelung hat die Sehnsucht definiert, ein hoher Grad des herrschenden Verlangens nach etwas. Und auch Ihr Kollege sozusagen Kant hat sich mit diesem Thema beschäftigt, und er hat geschrieben einen wunderbaren Satz in der Anthropologie in pragmatischer Hinsicht: der leere Wunsch
Die Zeit zwischen dem Begehren und Erwerben des Begehrten vernichten zu können, ist Sehnsucht. Wie würden Sie denn beschreiben, was ist das eigentlich? Also ich habe, Sie haben schon gesagt, dass ich in Oxford promoviert worden bin, in meinem platonischen Dialog, und ich gehe bei solchen Dingen, schaue ich immer erstmal die Griechen an. Vieles, was die Griechen schreiben, lässt sich überhaupt nicht auf heute übertragen, und das ist irgendwie kulturell bedingt, aber es gibt auch erstaunlich viel, wo ich das Gefühl habe, das spricht auch heute noch an, also da, wo man sofort das Gefühl hat, das hat eine Resonanz, ja. Und ich verstehe die Sehnsucht als etwas, was aus einem Mangel erwächst, den wir Menschen halt in unserem Leben mit uns tragen. Und diese Befriedigung der Sehnsucht kann ganz verschiedene Formen annehmen. Und dieser Mangel wird irgendwie sehr schön beschrieben in Platons Dialog Symposion oder das Gastmahl. Da gibt es eine Rede eines Komödiendichters, Aristophanes, und der beschreibt das also so, dass wir Menschen früher ganz anders aussahen, als wir heute aussehen. Wir sind nämlich wie Räder gewesen. Also man muss sich das so vorstellen, wir dürfen uns ja nicht berühren, aber dass sozusagen zwei Leute so aneinander sind. Und die haben dann irgendwann die Idee gehabt, also wir erobern jetzt den Olymp. Und Zeus auf der Spitze des Olymps hat da gestanden und gesehen, wie diese Radmenschen da also immer mehr Schwung nehmen und also immer dem Gipfel immer höher kommen. Und schließlich hat er gedacht, also diese Revolte muss er unbedingt stoppen, und hat also einen anderen Gott, Hephaistos, den Gott der Schmiedekunst, der also scharfe Schwerter schmieden kann, gebeten, er möge also ein ordentliches Schwert herstellen und einfach diese Räder in der Mitte zerschlagen. Gesagt, getan, so war es dann auch. Und diese Räder wurden also alle in der Mitte getrennt und purzelten dann den Berg runter und lagen quasi völlig durchmischt am Fuß des Olymps. Und die Moral der Geschichte ist, dass wir Menschen eigentlich nur eine Hälfte sind von dem, der wir ursprünglich mal waren. Und das ist dieser existenzielle Mangel in uns Menschen. Also dieses Lebensgefühl, wenn man das etwas übersetzen möchte, also wir können uns unser Glück und so, wie es gut wäre, wenn unser Leben läuft, wenn es gut ist, wir können uns das nicht selber sichern. Ja? Wir sind irgendwie ohnmächtig der Welt, in der Welt ausgeliefert und wissen gar nicht genau, worauf unser Mangel zielt und was unser Mangel, unser Sehnen, unser Begehren, von dem Sie gesprochen haben, in den Wörterbüchern, was das zur Ruhe bringen kann. Aristophanes legt natürlich ein bestimmtes Bild nahe, das sagt er auch so, dass nämlich die andere Hälfte des Menschen diese Sehnsucht zur Ruhe bringt. Also der Mensch ist auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, jetzt die andere Hälfte zu finden, die ursprünglich eben zu ihm gehört hat. Und wenn er dann diese andere Hälfte gefunden hat, ist alles bestens. Ja. Das ist natürlich für Platon ein grauenvolles Bild, Symbiose pur. Ja. Ist interessant, auch Sigmund Freud hat dieses Bild dann wieder aufgenommen, auch als er über Symbiose und Verliebtsein gesprochen hat. Aber man kennt das ja auch immer im Gefühl der Verliebtheit. So, man hat das Gefühl, man kennt den anderen seit Ewigkeiten schon und man ist füreinander geschaffen oder so etwas, ja, was mit der Sehnsucht zu tun hat. Und ich verstehe eben diese Sehnsucht so, dass sie deutlich macht, dass wir Menschen eben einen Mangel haben. Und nun kann es eben auch Gründe geben, genau, erstmal so viel vielleicht. Also dass diese Sehnsucht das in unserem Menschsein ist, was auf diesen Mangel von uns verweist. Und wenn es jetzt irgendwie symbiotisch ist und irgendwie kindlich ist oder pubertär ist, zu sagen, das muss jetzt der andere Mensch sein, der also seit für Ewigkeiten zu mir gehört. Wenn es das nicht ist, ist natürlich ein bisschen die Frage, was ist es eigentlich dann, was unsere Sehnsucht zur Ruhe bringen kann? Und was heißt überhaupt, dass die Sehnsucht zur Ruhe gebracht werden kann? Also sehne ich mich dann gar nicht mehr? Oder also viele Fragen, die damit verbunden sind. Und ist das bei Ihnen im sozusagen Yoga-Praxisalltag ähnlich, dieses Gefühl, dass da Menschen sind mit so einem Mangelempfinden, dass da etwas gesucht wird, was vielleicht gar nicht so recht definiert und beschrieben werden kann? Genau, es ist vielleicht auch notwendigerweise erstmal
undefiniert, also diffus die Sehnsucht und oft zumindest nicht genau reflektiert. Man würde dann vielleicht sogar sagen, möglicherweise klärt sich das in der Meditation. Also ich würde sagen, das ist ein Ziel in der Meditation, Klärung, Klarheit, und eine stille Reflexion sozusagen, die auch manchmal gar nicht jetzt sozusagen in ganzen Sätzen oder gedanklich stattfindet, sondern einfach sozusagen die Stille antwortet in einer gewissen Weise oder andere Gedanken kommen zur Ruhe und dann scheinen, blitzen vielleicht verschüttete Dinge auf. Also das, glaube ich, ist auch eine klare Erfahrung aus allen Meditationen, irgendwie, dass sich eine gewisse Klarheit einstellt und dass plötzlich andere Dinge in den Blick geraten. Da können natürlich alle möglichen Sehnsüchte auch dabei sein. Und natürlich merken wir auch, es gibt eine große Sehnsucht nach Anerkennung, nach Freundschaft, nach Liebe. Man sozusagen wird ja auch als Lehrer sozusagen angesprochen. Ich möchte gesehen werden, auch im Yoga-Unterricht. Irgendwie. Das legt sich dann mit der Zeit. Da sieht man auch, dass Yoga irgendwie ganz basal auch funktioniert irgendwie, also so, das verschwindet dann einfach, ja, also das haben wir vielleicht noch, das löst sich auf, diese Art, aber trotzdem gibt es natürlich Sehnsüchte und wir haben natürlich auch Leute, merkt man auch bei sich selber, es gibt ja auch nicht nur diese positiven Sehnsüchte, sondern auch eine Sehnsucht nach Ablenkung, eine Sehnsucht nach Betäubung, eine Sehnsucht nach Rausch und was weiß ich was alles. Aber vielleicht noch ganz wichtig auch, und das merkt man auch im Yoga an sich selber, oft eine große Sehnsucht nach Trost. Ja, und Trost ist ja, also Liebe, Trost, und da sind wir ja, das wird ja wirklich gesucht und oft auch verlangt vom Yoga, dass es spirituelle Antworten gibt, also dass es sozusagen ein ganz grundsätzlicher Trost da auch noch vorkommt, entweder in Form eines Gottes oder das hat man ja auch oft, dass dann Leute zum Yoga kommen, die sich so ganz automatisch irgendwelchen indischen Gottheiten zu der indischen Spiritualität hingezogen fühlen, wovon man ja meistens gar nichts versteht, ja, auch intuitiv jetzt erstmal gar nichts versteht. Also es gibt auch da diese Sehnsucht und auch in dem Mantren rezitieren und so, man möchte sich einer Tradition anschließen, um irgendwie Teil einer Geschichte zu sein. Und ich glaube, dass es da auch oft um Trost geht oder um Geborgenheit, um Aufgehobenheit und all diese Sachen. Und das merkt man natürlich schon sehr, sehr stark im Yoga. Allerdings würde man am Ende sagen, dass eine intensive Yoga-Praxis oder auch Atemübungen und auch die Meditation einen ein bisschen unabhängiger davon machen, sich also auch uns selbst davon wieder etablieren oder emanzipieren. Also da findet eine gewisse Befreiung statt, ja, auch von diesen Konzepten, die man so hat man wird vielleicht ein bisschen selbstständiger wieder dann auch. Also könnte man sagen, dass Yoga oder Sie haben sich ja sehr viel und intensiv mit Meditation beschäftigt, sind das gewissermaßen Möglichkeiten, um dieser eigenen Sehnsucht auf die Spur zu kommen, sie genauer wahrzunehmen? Sie genauer wahrzunehmen, auf der einen Seite sicher. Mhm. Also dieses, um da anzuknüpfen, irgendwie das Bedürfnis nach Trost, ja, ich meine, das muss man ja mal so ausdrücken überhaupt, oder entdecken, ja, dieses Bedürfnis nach Geborgenheit, das ist ja einfach auch nur, das setzt ja auch voraus, dass man sagt irgendwie, dass man die Erfahrung von Trostlosigkeit zulässt, dass man überhaupt Trost sucht oder von Entborgenheit, dass man die Geborgenheit sucht. Also auf der einen Seite kommt man damit mit dieser Sehnsucht in Kontakt, ja. Aber es ist eben auch so, wie du, Michi, völlig richtig sagst, sozusagen auf einem Weg der Meditation merkt man dann auch, das geht nochmal weiter als Trost oder geht nochmal weiter als Geborgenheit. Da gibt es, weil das auch irgendwann, also stellt sich das ganz vielleicht auch ganz natürlich und menschlich ein, dass man dann die Meditation benutzt oder Yoga benutzt, um so einen Gefühlszustand wie Trost zu erreichen und Geborgenheit. Und man merkt dann auf einmal, das funktioniert einfach nicht mehr. Und das ist dann interessant, was dann passiert und was dann sozusagen, wenn man über die ersten Stufen und ersten Schritte hinaus ist und merkt, da geht es nicht mehr weiter.
Und ich weiß nicht, wie das beim Yoga ist, aber bei der Meditation stelle ich halt häufig fest, dass Leute dann sagen, ach, das ist dann nichts mehr für mich. Und dann hören sie auf zu meditieren, ja, oder hören auf, Yoga zu machen, weil es dann auf einmal ein bisschen unangenehmer wird oder härter wird, ja. Also, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, vielleicht für Laien wie mich, Meditation, das sagt man so, was ist das eigentlich genau und wie funktioniert das? Also es gibt ja ganz verschiedene Arten von Meditation. Ich würde also eine große Unterscheidung machen. Also einmal die Unterscheidung, dass man meditiert, um in eine bestimmte Stimmung zu kommen. Also mit Musik zum Beispiel meditiert oder es gibt ja so CDs, oder Streams, was man heute sagt, wo man also irgendwie den Regen im Regenwald hören kann, sowas. Ja, genau. Aber auch sowas wie autogenes Training oder progressive Muskelrelaxation oder sowas, wo man im Grunde sagt, ich bin irgendwie körperlich angespannt und möchte jetzt entspannen oder so, also ganz in eine andere Stimmung kommen möchte. Das ist wirklich daran, das ist bestens, ich habe überhaupt nichts gegen, das ist wichtig. Aber sozusagen die Meditation, in der ich selber stehe, ist natürlich eine christliche Form der Meditation, wo der Mindfulness-Meditation, die es auch im nicht-religiösen Raum gibt, sehr ähnlich ist, nämlich, dass man seinen eigenen Atem versucht wahrzunehmen. Also, dass man seine Aufmerksamkeit, so gut es eben einem gelingt, immer wieder versucht, auf etwas zu richten, was wir normalerweise nicht wahrnehmen, nämlich dass wir ein- und ausatmen, oder man kann sagen, dass etwas in uns passiert. Wir tun das ja nicht willentlich, ja, sondern dass wir im Grunde ganz entspannt da sitzen, versuchen still zu sein und die Aufmerksamkeit auf dieses Ein- und Ausatmen richten. Ja. Und da kann es da sozusagen, das ist, da passiert es dann eben, dass Leute auch so Erfahrungen machen wie Geborgenheit, wie Trost, ja. Aber dass die eben auch Erfahrungen machen, wie das auf einmal irgendwie so körperlich unangenehm wird oder dass eine Wut kommt oder auf einmal eine Erinnerung auch an die Kindheit kommen kann und solche Dinge. Und das sind eben so Punkte, wo man dann, wo die Meditation einen selber challenged, finde ich, und wo es wichtig ist, wie man das deutet, was da passiert, ja. Ob man sozusagen sagt, ja, dann geht das Licht halt aus und dann ist es nichts mehr mit der Meditation, höre ich halt auf, ja, und suche mir irgendwelche anderen Dinge. Oder ob ich eben darauf vertraue, dass das Licht auch irgendwann wieder angehen wird, sozusagen, und es einfach eine Zeit ist, wo ich jetzt mit Dingen auch ein wenig konfrontiert werde, kann man schon sagen, die halt in mir sind. Also diese Dinge passieren nicht, weil ich meditiere, sondern diese Dinge passieren, weil ich eben so bin, wie ich bin, und in der Meditation immer sensibler für diese Dinge in mir werde. Könnte man sagen, dass dann Yoga oder Meditation ein bisschen funktioniert, gewissermaßen wie ein Vergrößerungsglas für das eigene Innere? Ja, also das finde ich ein sehr guter Ausdruck. Und dann, Sie haben ja beschrieben, Herr Kern, dass da dann unterschiedlichste Sehnsüchte zum Vorschein kommen können. Warum soll man das eigentlich wahrnehmen? Warum soll man dem folgen? Man könnte doch auch überlegen, vielleicht wäre es ganz klug, das lieber nicht wahrzunehmen, zu ignorieren, weil der Wunsch vielleicht unerfüllbar ist und einen unglücklich macht. Also wozu die Wahrnehmung? Naja, man würde vielleicht erstmal sagen, man will nichts verpassen. Also wenn man, wenn es wäre, dass man am Ende des Lebens erfahren würde, übrigens 50% der Dinge, die noch möglich gewesen wären, die hast du gar nicht, da hast du gar nicht hingeguckt aus sozusagen Oberflächlichkeit oder Ablenkung, dann würde man vielleicht sagen, ach, schade. Ja, genau. Also, und man entwickelt dann doch relativ schnell ein Gefühl, wie es jetzt auch Michael Bort gesagt hat, irgendwie, dass da gibt es viele Dinge, die alle zu mir gehören, die mehr oder weniger deutlich und gleichzeitig da sind, die mich aber irgendwie kompletter machen und die mich auch bereichern. Auch wenn es Dinge sind, die vielleicht im ersten Moment so ein bisschen unangenehm sind, aber das kann einen ja auch weiterführen. Also jetzt sagen wir, irgendwelche ungelösten Konflikte oder irgendwas scheint auf aus der Kindheit, wo man sagt, ach ja, stimmt, da habe ich irgendwie ein Problem oder irgendwas übersehen. Und es lösen sich
glaube ich, in den Stilleübungen oder auch bei den Atemübungen auch ganz viele eben solche so ungelöste Geschichten, Sachen, die man auch vielleicht gar nicht mehr lösen kann, weil die Leute nicht mehr da sind oder vielleicht schon verstorben sind oder die Situation, man ist in einer ganz anderen Situation, aber man versöhnt sich damit oder man kann sich plötzlich versöhnen in einer tiefen Entspannung oder auch in der Meditation oder weil man plötzlich einen anderen Zugang dazu hat. Und es ist eben immer so eine Mischung aus einem, es ist eben nicht nur der rein geistige Zugang und es ist nicht nur eine isolierte Reflexion, nicht nur theoretisch, sondern es hat was mit der körperlichen, auch mit der körperlichen Gestimmtheit zu tun. Kann man sich ja auch irgendwie vorstellen, wenn man total verspannt ist und der ganze Körper ist ein einziger Anspannung. Nein, es geht halt mit einer gewissen Offenheit einher und diese Offenheit, die lässt sich eben auch körperlich erzeugen. Und deswegen fangen wir eben oder finden wir das so wichtig und so sinnvoll, dass man im Yoga, das Yoga sozusagen als ganzheitliches Konzept, Körper, Atem und Geist, auch in der Reihenfolge, um dahin zu kommen, auch weil wir oft merken, und ich glaube, das ist auch deine Erfahrung, dass es gibt Schwellenängste bei den Leuten. Das Konzept Meditation ist auch ein sehr großes, ja, wo man auch sagt, ah, da kapituliere ich gleich. Dann gibt es auch wieder so eine Erwartungshaltung, was das alles können soll. Und wir versuchen das eigentlich einzubinden in eine Praxis, die einem am Ende sehr natürlich vorkommt, dass man nämlich eine Körperpraxis hat, dann Atemübungen macht und danach auch erstmal einfach nur still sitzt und beobachtet. Ah ja. Also uns ist das ja im Yoga recht, wenn es Licht ausgeht, in Anführungsstrichen. Nee, deswegen, weil wir mal sozusagen die Sinne vom Außen wegziehen und das Hören, ja, der Hörsinn, ist ja, das ist ja eine ganz andere Qualität. Wir haben es ja auch bei der Musik gerade schon gehört. Es ist ja eine ganz andere Qualität, als wir sind ja so auf das Sehen, wie bestellt, sozusagen, auf das Sehen ausgerichtet. Und die Augen, und es muss immer schneller geschnitten sein und so weiter und so weiter und davon mal wegzugehen. Also die Meditation als Teil eines größeren oder vielschichtigen Übungsweg. Und dann würden wir eben immer sagen, wir versuchen die Sachen ein bisschen tiefer zu hängen, also einfach mal anfangen. Ja, und also über das Körperliche eigentlich. Über das Körperliche, aber auch wenn man sich einfach mal hinsetzt daheim und sagt, jetzt hocke ich mich mal hin und versuche mal 5 Minuten im Schneidersitz und tu mal so, als ob ich meditiere. Und dann kann man ja mal gucken, was passiert. Und das Erste, was vielleicht passiert, dass man sagt, ich finde gar keinen Sitz. Es ist irgendwie wahnsinnig unbequem. Ah, jetzt tut es mir aber irgendwie weh und so weiter. Und dann, und so ist ja Yoga erfunden worden, würde man sagen, dass man erstmal einen Sitz finden muss. Weil wie soll ich mich denn hinsetzen, wenn ich 2 Stunden sitzen will? Also wie soll der Sitz aussehen, in welchem Zustand muss mein Körper sein? Und deswegen hat man, und wir würden behaupten, dass man eben über den Atem, über die Atemübungen den Geist beruhigen kann. Und dann erst, wenn sich der Geist beruhigt, kommen wir, dann merkt man es ja schon so ein bisschen, in eine meditativere Stimmung. Wobei die Meditation im Yoga ja nochmal geteilt ist als den Geist ausrichten, den Geist verschmelzen lassen und dann erst kommt sowas wie Meditation. Also es gibt viele Vorstufen und ich glaube, das erlebst du auch. Wann gelingt schon die Meditation in Anführungsstrichen? Ja, also naja, also ja und nein. Also ich würde dir zustimmen. Also die Kurse, die wir geben, da spielt immer Yoga eine ganz wichtige Rolle. Also das geht morgens um früh eine Stunde Yoga los und dann wird meditiert. Ja, aber es ist sehr wichtig, dass, finde ich, wenn man meditieren möchte, dass dieses Bild, wann gelingt es, dass man davon loslässt. Ja, denn das Interessante ist halt, dass also die Leute, die wir haben, denen gelingt normalerweise alles oder die haben das Selbstverständnis, es muss gelingen. Ja. Und dann merken sie, das gelingt denen nicht 3 Minuten, den Atem wahrzunehmen. Ja? Und damit kommen sie sozusagen, weil das im Grunde sehr leistungsfähige und leistungsstarke Leute sind, damit kommen die ziemlich schnell in Situationen des Lebens hinein, die extreme Anforderungen an sie stellen, weil das Situationen, dass sie etwas nicht können und nicht schaffen, was ja eigentlich doch erstmal ganz leicht klingt. Also du musst einfach nichts anderes zu machen, als zu versuchen, den Atem wahrzunehmen, ja, dass das nicht klappt. Manchmal ist es sogar schon so, dass es schwierig ist, zu erklären, dass es nicht darum geht, den Atem wahrzunehmen,
sondern dass es wirklich nur darum geht, zu versuchen, den Atem wahrzunehmen. Wenn es dir gelingt, dann, also wenn man irgendwie rumdenkt und rumfantasiert oder so und dann merkt, Moment, jetzt dödel ich herum, ja, dann zu sagen, okay, jetzt versuche ich wieder die Aufmerksamkeit auf den Atem zu richten. Und das ist eine so völlig andere Haltung, sich selbst und dem Leben gegenüber, die da in der Meditation erwächst, dass das nicht einfach ist, sagen für Leute, die extrem leistungsstark sind oder das können, ja, in so eine andere Haltung sich selbst gegenüber einzutreten. Also eine gewisse Distanziertheit zur eigenen Person, könnte man das sagen? Eine Selbstwahrnehmung. Ja, also, dass man in einen Abstand kommt, ja, ist richtig. Ja, und was machen die Leute dann mit dem, was sie da in sich wahrnehmen? Die nehmen zum Beispiel... Mit diesen Sehnsüchten oder Ängsten oder... Sie haben ja sehr schön dieses Bild des Vergrößerungsglases gesehen. Also man könnte sagen, man lernt beim Yoga und in der Meditation etwas unter dem Vergrößerungsglas, was auch sonst für mich sehr wichtig ist. Also zum Beispiel, wenn ich merke, beim Yoga, ich mache Yoga-Übungen, ich schaue im Grunde ganz genau nach rechts und links und nach vorne, ob die das besser machen oder wie viel Aufmerksamkeit eigentlich der Yoga-Lehrer mir schenkt und ob die viel attraktivere junge Frau, die rechts vor mir ist, ob die viel mehr Aufmerksamkeit vom Yoga-Lehrer kriegt. Ja? Wo man also sozusagen schon in der Yogastunde, wenn man das wichtig ist, dass man als, denke ich, als Yoga-Lehrer, dass man diesen Aspekt mit reinnimmt, was passiert eigentlich mit mir, wenn ich diese Übung mache, ja? Und so, dass ich auf einmal merke, Moment mal, wenn ich also ständig gucke, können das andere besser, kriegen andere mehr Aufmerksamkeit, ist das eigentlich ein Muster, mit dem ich auch sonst durch die Welt laufe, was mir gar nicht so bewusst ist, aber beim Yoga ist das offensichtlich und was mir mein Leben sehr schwer macht. Und da entdecke ich auf einmal durch die Art und Weise, wie ich mit mir selber umgehe beim Yoga oder bei der Meditation etwas, ja, was ich sonst viel schwieriger über mich lernen könnte und was, also um es trivial zu sagen, mein Leben oft unglücklich macht, ja? wo ich nicht erfolgreich bin, wo ich das Gefühl habe, irgendwie, es ist kein guter Tag gewesen. Und das hängt eben immer zusammen auch mit den Erwartungen und mit der Wahrnehmung, die man über sich selbst hat. Und je realistischer die Wahrnehmung ist, je besser man sich kennt, ja, desto unproblematischer ist das. Dann weiß man, okay, also man möchte halt die Beste sein, man möchte am meisten Aufmerksamkeit vom Yoga-Lehrer bekommen, ja, und dann sagt man, ja, okay, man ist eben doch nicht so attraktiv wie die Frau rechts vor mir und der Yoga-Lehrer ist offensichtlich auch nicht so reflektiert, dass der gar nicht merkt, dass er ständig die mit der jungen Frau da ein Techtelmechtel anfängt, ja. Aber gut, wenn man es dann merkt, ja, okay, man ist halt so und so, that's life, ja, dann kann man das anschauen, wenn man weiß, das ist eben ein Charakterzug von einem, dann kann man damit umgehen. Dann kann man selber irgendwie auch ein bisschen darüber lachen mit Humor, dass man sagt, naja, okay, jetzt läuft halt wieder dieser Film, den kenne ich bestens. Aber ich muss zum Beispiel, wenn die Yogastunde zu Ende ist und die Frau, die vom Yoga-Lehrer so viel Aufmerksamkeit bekommt, dann muss ich die nicht schneiden und irgendwie eine Szene machen, wenn es aus dem Yoga-Studio rausgeht, weil ich im Grunde eifersüchtig und neidisch bin, ja, sondern das kann eine gute Freundin von mir sein, ja. Und ich lache über den blöden Yoga-Lehrer. Also insofern verändert sich auch wirklich was in der äußeren Haltung, ja, dass ich auf einmal auf Muster komme, jenseits diesem wichtigeren Aspekt noch, den du mich hier genannt hast, also irgendwie der Versöhnung mit sich selbst und diesen ganz tiefen Sachen, die erstmal schon auch für die ersten Versuche interessant sind, ja. Was man relativ schnell lernen kann. Also Yoga und Meditation als Möglichkeiten der Selbstwahrnehmung, könnte man vielleicht sagen. Glauben Sie beide, dass das auch mit Kunst, mit Musik funktioniert? Jemand hat mal sehr schön gesagt, es kommt, also dass das, was einen an der Musik berührt, ist, dass man von der Musik verstanden wird. Das heißt, dass die Erfahrung von der Musik sein kann, wenn man es hört, etwas von mir wird verstanden, was ich gar nicht so ausdrücken könnte und was man nicht in Worte bringen kann. Und das finde ich einen sehr schönen Satz, jenseits dieser
Selbstwahrnehmung oder Selbstreflexion, die ja immer auch aufs Verstehen der eigenen Muster hin zielt. Dann würde ich vorschlagen, fühlen wir uns verstanden von Bach und hören weitere Sätze aus der Cello Suite Nummer 3. Thank you.
Nicht von Bach, aber von Mozart habe ich ein schönes Zitat zum Thema der Sehnsucht gefunden. Und das stammt aus dem Jahr 1791, Juli 1791, ein paar Monate vor seinem Tod. Seine Frau Constanze war wie so oft zu der Zeit wieder einmal in Chur, Mozart allein in Wien. Und er schreibt an seine Frau: Ich kann dir meine Empfindung nicht erklären. Es ist eine gewisse Leere, die mir halt wehe tut. Ein gewisses Sehnen, welches nie befriedigt wird, welches Volk nie aufhört, immer fortdauert, ja von Tag zu Tag wächst. Das beschreibt vielleicht dieses diffuse Gefühl dieser Sehnsucht wunderbar. Und wenn ich Sie recht verstanden habe, dann wäre ja bei Meditation und Yoga nicht nur eine Wahrnehmung dieser Gefühle, sondern auch eine Veränderung dieser Gefühle und des eigenen Inneren. Vielleicht zugespitzt formuliert, angenommen, Mozart wäre in ihr Retreat gekommen oder in ihre Yogaschule. Was wäre passiert? Was hätten Sie gemacht? Also, ich hätte ihm gesagt, alles bestens, nichts verändern, bleib so. Ja? Warum das? Weil sozusagen die Meditation ist der Ort, eigentlich der einzige Ort, glaube ich, für mich so, wo ich so sein kann, wie ich bin, ja, ohne dass da irgendjemand anders drunter leiden muss oder irgendwelchen Schaden nimmt oder sowas, ja, sondern wo die Zeit ist, irgendwie all das, was da ist, ist da. Für mich als sozusagen als Christ, als Jesuit, heißt das, das ist da vor Gott, da hat es seinen Platz, ja. Aber das gibt es eben auch durchaus in einer nicht-religiösen, diese Erfahrung gibt es eben auch, dazu muss man jetzt nicht religiös sein, ja. Das Gefühl, es ist alles da, wie es ist, ja. Und natürlich, der Kampf dann gegen die Dinge, die man nicht mag und gegen die Gefühle, die man nicht mag, ja, die führen Schritt für Schritt in eine immer tiefere Akzeptanz. So ist es halt.
Das heißt sozusagen, wenn der Mozart das so sagt, alles bestens, bleib dabei, ja. Lass die Sehnsucht sich ausbreiten, ja. Aber wenn der Mozart dieses Gefühl nicht will, und das ist ja nicht, ist aus dem Brief nicht ganz klar, ja, wenn er sagt, das muss weg, ja, oder ich muss jetzt was finden, Deckel drauf, ja, dann wäre die Meditation eher etwas anstrengend für den Mozart, weil er eben lernen müsste, dass diese Dinge eben zu ihm gehören und jetzt Teil seines Lebens sind. Also wenn Mozart in meine Yogastunde kommen will, auf die Hände aufpassen, bitte. Nee, aber nochmal eins zurück. Also wir üben ja zur Musik in unseren Studios, was jetzt nicht selbstverständlich ist, weil man hat natürlich sozusagen durch die Jahrhunderte in der Regel nicht zur Musik geübt und das gehört auch nicht zur Tradition, sondern sozusagen in unserer Schule, meine Lehrer haben das erfunden, sozusagen irgendwann mal in den 80er, 90er Jahren in New York, dass man zur Musik übt. Aber einfach aus der Erfahrung heraus, dass die, eigentlich die Erfahrung, die du jetzt beschreibst, dass die Musik eben zusätzlich nochmal was macht mit einem und dass es nämlich möglicherweise es einfacher macht, auch zu üben. Also die Amerikaner haben ein bisschen kitschig dann immer gesagt, Music is a heart opener. Ja, so, und wir sagen immer scherzhaft, je kitschiger die Musik, desto leichter die Vorbeuge, ja, weil man schon so dahin schmilzt sozusagen. Ja, ich hätte auch noch ein kitschiges Zitat zur Musik, ja, wenn Sie mögen. Ja. Nämlich Musik ist Sehnsucht des Menschen nach einem Himmel in seiner Seele. Oh. Ja, genau. Okay. Ja, genau. Also wir sind natürlich im Yoga immer ein bisschen vorsichtig mit dem Kitsch, weil wir ja immer natürlich auch Gefahr laufen, in die Esoterik abzudriften. Aber weil wir ja heute hier die Cello-Suiten von Bach hören, die ich auch sehr viel gehört habe, übrigens auch zum Yoga üben. Und zwar aus einem Grund, weil ein Interpret dieser Cello-Suite, nämlich Pablo Casals, sehr interessant darüber berichtet hat, wie er diese Cello-Suiten geübt hat und immer wieder geübt hat. Und jetzt könnte ich gar nicht sagen, also er hat sie unendlich lang geübt, ich glaube 10 Jahre, 12 Jahre, bevor er sie öffentlich gespielt hat. Und das hat er beschrieben und Pablo Casals hat auch in seiner Autobiografie sehr interessant beschrieben, wie er sich jeden Morgen ans Klavier setzt und irgendwas anderes von Bach spielt, um sich zu vergewissern und um sich zu verbinden mit, letztlich mit dem Universum. Ich glaube, er sagt es, glaube ich, sogar auch so. Aber natürlich mit der Musik, mit dem Klang, mit all dem. Pablo Casals ist sehr alt geworden und hat also schon in der Autobiografie geschrieben, dass er das jetzt seit 80 Jahren macht. Ja, also jeden Morgen setzt er sich seit 80 Jahren ans Klavier und spielt das gleiche Stück eine Stunde lang. Das ist natürlich Meditation in Reinform, könnte man sagen. Ja, also was er, kennen Sie das, ein Stück von Thomas Bernhard? Da wird das thematisiert. Okay. Also da gibt es einen Zirkusdirektor. Da habe ich natürlich Angst davor, wenn Thomas Bernhard das thematisiert. Es ist auch zum Fürchten, denn dieser Zirkusdirektor sagt dann ja, wir lieben das Cello nicht, aber es muss gespielt werden. Wir lieben die Musik nicht, aber sie muss gespielt werden. Wir lieben das Leben nicht, aber es muss gelebt werden. Okay. Und so, ja, mit einer Verbissenheit widmet er sich Tag für Tag. Aber das meinen Sie wahrscheinlich nicht. Nee, den Thomas Bernhard, den muss man jetzt da ein bisschen in die Schranken weisen, irgendwie, dass man, was man vielleicht ohnehin tun sollte, ach, aus Selbstschutz. Wobei es natürlich sehr spaßig ist. Aber das Interessante an Pablo Casals ist, also da, wie er das beschreibt, diesen Übungsweg, der eben sehr ähnlich ist dann plötzlich zu einem Yoga-Übungsweg oder zu einer Meditation. Und es ist interessant, was daraus folgt für ihn, weil Pablo Casals ja sozusagen ein Aktivist war, auch noch, also für gegen den Faschismus in Spanien, also lange im Exil war und sich sehr engagiert hat für Frieden und Gewaltlosigkeit. Und diese Gewaltlosigkeit, die direkt aus der Musik und seiner Praxis ableitet. Also man könnte sozusagen das im Yoga nicht besser herleiten. Und deswegen haben wir dieses Buch Licht und Schatten auf einem langen Weg auch immer wieder unseren Lehrern und den Schülern empfohlen. Das ist Yoga pur. Ja, das ist sozusagen natural born Yogi, ja, obwohl der natürlich nie Yoga gemacht hat, also in unserem Sinne jetzt. Aber er leitet das aus der Musik ab und aus der Erfahrung, ja, die er da macht. Und das ist ja das, was wir eigentlich auch wollen in der Meditation oder im Yoga, dass man bestimmte Erfahrungen macht. Und das ist eben interessant. Also es ist nicht ganz, dann am Ende eben doch nicht ganz ergebnisoffen ist, weil scheinbar diese Erfahrungen
mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu einer, also das, so wie du es beschreibst, Großzügigkeit, Geduld, Leichtigkeit, Lebensfreude und so weiter oder eben auch Gewaltlosigkeit führen. Ja, also und das ist da eben toll beschrieben und ja. Das ist, glaube ich, genau, es gibt ja, das Ganze ist ja mittlerweile auch wissenschaftlich erforscht, die Wirkungen der Meditation. Man hat, und da gibt es ein wunderbares Buch, was nicht ganz einfach zu lesen ist, das heißt Altered Traits, also veränderte Charakterzüge, ja. Und da hat man also Yogis und kontemplative Nonnen und so weiter durch die Hirnscanner in den Laboren der USA geschickt und hat also mal so gesehen, wie verändert sich eigentlich oder wie sind Gehirne verändert von Leuten, die 60.000 Stunden meditiert haben, also wirklich ihr ganzes Leben, ja. Da gibt es also ganz, ganz rührende Biografien, also wo kleine Kinder in Indien schon immer meditieren gespielt haben und dann immer in die Höhlen sind als kleine Kinder und angefangen haben zu meditieren und da kommt man natürlich dann irgendwann auf 60.000 Stunden. Und das ist tatsächlich so, dass sozusagen die Charakterzüge, die diese Leute mit sich bringen, also eben ja vor allen Dingen darin besteht, lieben zu können, ja, vergeben zu können, friedfertig zu sein, barmherzig zu sein, ja. Also dass die Meditation einen hinführt, könnte man sagen, an etwas, was so die wäre meine Deutung, was die Sehnsucht jetzt nicht erfüllt, in dem Sinne, jetzt bin ich nicht mehr sehnsüchtig, sondern was Menschen erleben, was eine angemessene Antwort auf die Sehnsucht ist, selbst wenn die Sehnsucht dadurch noch mehr angefeuert wird. Ja? Aber es ist sozusagen der Weg der Sehnsucht, ja? Der ins Herz oder in die, wie man das ausdrückt, die Seele des Menschen gehen möchte, sodass er immer mehr in der Lage ist, zu lieben, zu akzeptieren, aber sich eben einzusetzen auch für die Dinge, die friedlos in unserer Welt sind. Aber eben nicht, dass man diesen ganzen Kampf nicht deswegen macht, weil man das selber überhaupt nicht mehr aushält, dass die Welt so ist, wie sie ist und jetzt muss mal rumgeschrien werden und es muss jetzt anders werden und jetzt werde ich Aktivist oder sowas, sondern weil in dieser spirituellen Erfahrung mitgegeben ist, ja, wie wunderbar wäre es, in einer Welt zu leben, in der die Welt so ist, wie sie der Erfahrung, die ich in der Meditation mache, entspricht. Dass man das quasi, das, was im Inneren ist, nach außen tragen möchte. Herr Kern, ich habe bei der Vorstellungsrunde etwas zu erwähnen vergessen. Und zwar, wer Ihren Wikipedia-Eintrag liest, der wird feststellen, dass Sie auch als König des Münchner Nachtlebens bekannt sind. Früher mal. Ja. So, tempi passati. Und da würde mich interessieren, ist das, was die Leute suchen oder vielleicht auch finden und erleben, wenn sie sich ins Nachtleben stürzen, in einen Club, wilde Partys feiern, ist das etwas Ähnliches, was sie vielleicht auch in der Meditation oder im Yoga finden? Also gibt es da, so unterschiedlich die Dinge ausschauen, doch etwas Gemeinsames? Naja, im besten Fall vielleicht schon sozusagen, wenn es um das Musikerlebnis geht, um das Tanzen, um die Gemeinsamkeit, um die Freundschaft und das sich näher kommen und all dieses. Nur würde man trotzdem sagen, und das muss man auch deutlich sagen, also aus yogischer Sicht ist Alkohol ein Missverständnis und viel Alkohol, ja genau, genau. Also ein zu viel an Alkohol wäre sozusagen ein Missverständnis. Und man würde vor allem sagen, es kann eigentlich nicht das Mittel sein, ja, um jetzt, also Alkohol ist jetzt nicht das bevorzugte Werkzeug des Yogis, um irgendwie weiterzukommen. Irgendwie. Man würde wahrscheinlich sogar sagen, es lässt einen stagnieren, also es gibt keinen Fortschritt dabei irgendwie. Also sonst müsste man ja sagen, naja gut, jetzt trinke ich halt jeden Tag erst ein Bier und dann zwei Bier und dann jeden Tag fünf Bier oder sowas in der Art und dann mache ich da bestimmte Fortschritte. Und nein, und deswegen, also zumindest dieser Aspekt vom Nachtleben würde da nicht zutreffen. Aber es gibt natürlich die Sehnsucht, das merkt man ja jetzt auch wieder, vor allem von jungen Leuten, sich zu treffen, sich auszutauschen, sich sozusagen auch Berührung jetzt, also nicht nur körperliche, auch körperliche Berührung, aber auch
geistig-seelische Berührungen und so. Und das kann man nicht einfach abschneiden und sollte man auch nicht gering achten. Und es ist ja die Peer Group, das ist ja auch alles ganz wichtig, die Sozialisation. Und das braucht man einfach, dass man da wieder Fisch im Wasser schwimmen kann. Das ist bestimmt die gleiche Sehnsucht. Und das ist auch eine Sehnsucht, die man jetzt für junge Menschen bestimmt auch nicht ausschließlich mit Yoga befriedigen könnte oder so und sagen, ja, du brauchst jetzt nicht mehr andere Freundschaften oder so, brauchst du nicht mehr, setz dich einfach hin und meditiere. Das wäre, würde ich auch sagen, ein Missverständnis. Ja, aber wobei also die Forschung, die in diesem Buch Altered Traits so sehr gut zusammengefasst ist, da gibt es auch ein Kapitel, was quasi LSD-Experimente und Erfahrungen, Erlebnisse mit LSD mit Meditation vergleicht, mit Leuten, die über Meditationserlebnisse sprechen. Und das Interessante ist, dass sozusagen auf der Ebene des Erlebnisses die Sachen wirklich sehr gleich sind. Nur, dass es eben bei denen, die das jetzt woanders suchen, in den Clubs von Michi Kern, dass das eben nicht zu Altered Traits führt. Dass das sozusagen nicht zu veränderten Charakterhaltungen wird, sondern sozusagen, das sind bestimmte Erlebnisse, ja, die unverbunden nebeneinander bleiben. Und dann kommt eben nach dem Erlebnis der Absturz und dann sucht man neu das Erlebnis. Aber es verändert sich nicht wirklich etwas. Und das ist eben der Unterschied zwischen Drogenkonsum und Meditation. Nicht das, was man da im Einzelnen erleben kann, sondern dass die Meditationspraxis wirklich in eine Richtung führt, die auch in diesen Erlebnissen gesucht wird, die man so als Erfahrung von Verbundenheit oder Erfahrung von Einheit charakterisieren kann. Ja, dass man sich irgendwie eins fühlt. Es gibt irgendwie ein sehr schönes Buch von William James, so dem Vater, der, könnte man sagen, der Psychologie in Amerika, der hat ein dickes Buch über religiöse Erfahrungen geschrieben. Und damit Leute sich irgendwie vorstellen können, worum es dabei geht, wenn Menschen meditieren und religiöse Erfahrungen machen, bringt er eben das Beispiel von Party und Alkohol. Dass also eben, wenn man Alkohol trinkt, man auch so Erfahrungen machen kann wie, ja, wir gehören doch eigentlich zusammen und was bisher eine Grenze zwischen uns war, das verschwindet zwischen uns und wir, es ist eine große Einheit in der Gruppe, ja, durch den Alkohol. Und sozusagen, und in diese Richtung gehen eben auch Erfahrungen, die man in der Meditation macht, eine Verbundenheit mit allem Lebendigen, mit der ganzen Natur, mit allen Menschen, mit dem Universum, wie immer man das jetzt ausdrücken möchte, in welcher Kultur man jetzt lebt und ja. Demnächst ist ja Weihnachten. Ist Sehnsucht, Spiritualität, Meditation, ist das immer mit Religion, mit etwas Religiösem verbunden oder lässt sich das ganz trennen? Also es gibt ja Formen, also denken Sie zum Beispiel an die Psychoanalyse oder sowas, wo Meditation auch teilweise eingesetzt wird und wo man sagen würde, dieser Weg der Meditation führt zum Selbst des Menschen, was unterschieden ist vom Ich des Menschen. Also das Ich des Menschen ist das, was man so denkt und was für Gefühle man hat und wie man sich selbst so erlebt und dass man sagt, es gibt noch eine tiefere Schicht im Menschen, die jetzt aber nicht notwendig innerhalb eines religiösen Rahmens verstanden werden muss. Weihnachten ist ja auch so ein Fest, das Sehnsüchte weckt, wach macht. Sehnsucht nach Gemeinschaft, nach Geborgenheit, nach Liebe. Und das ist in diesem Jahr gar nicht so einfach, damit umzugehen. Hätten Sie vielleicht salopp formuliert Tipps für unsere Zuschauer? Wie werden Sie Weihnachten verbringen? Wie gehen Sie um mit Sehnsucht in diesen irgendwie ja doch trüben und schwierigen, anstrengenden Zeiten und Tagen? Ich finde, in der Zeit der Pandemie Tipps zu geben, hochproblematisch. Und zwar deswegen, weil die Lebensumstände der Leute so unglaublich unterschieden ist. Ja? Wenn ich jetzt von meiner eigenen Lebenspraxis ausgehe und jetzt Tipps geben würde, dass man sagt, also es ist wunderbar, so viele Termine fallen weg und man hat viel mehr Zeit für eine Meditation, dann werden andere Leute sagen, der Typ spinnt, ja, der soll mich mal besuchen kommen mit meinen Kindern, die irgendwie nicht in die Kita können, weil sie hoch erkältet sind und das Homeoffice, was da ist, ja. Also insofern finde ich das nicht angemessen. Ratschläge zu geben. Also jeder Ratschlag ist eben auch ein Schlag. Und jeder Ratschlag, da meint man wüsste es besser,
für einen anderen. Und das finde ich im Grunde keinen guten Weg. Ja? Das ist wichtig. Was ich interessant fand, Michi, dass du gesagt hast, Trost. Die Menschen suchen Trost. Ja? Und zwar deswegen, weil also der Trost ja ein Kernwort der Adventszeit ist zumindest. Also die ganzen Texte in der Bibel, die sprechen vom großen Trost, den man erwartet, von der Geburt des Christuskindes. Und die Texte, die sind genommen von Menschen, die im Exil leben, die sich sehnen, also Israeliten, die im Exil in Babylon leben, die sich danach sehnen, in ihre Heimat zurückzukommen, in die Stadt Gottes, nach Jerusalem. Und in dieser Zeit der Entfremdung der anderen Kultur, des sich nicht begegnen können, da fallen dann eben so Texte rein wie Deuteronomie, Jesaja, also tröstet, tröstet mein Volk. Ja. Und die Wüste soll blühen und ein neuer Spross wird aus dem abgedornten Stamm entspringen und so. Und die Frage ist sozusagen, ob diese Texte eine Resonanz in einem hervorrufen. Und ob man, was man mit dieser Resonanz macht. Ja? Und ich finde, und die christliche Hoffnung wäre, oder die mit dem Weihnachtsfest verbunden ist, dass man eben auch, wenn es mühsam ist und schwierig ist, sozusagen diesen Trost sucht. Und etwas, was dabei vielleicht aus philosophischer Sicht eine Hilfe ist, dass ja im Grunde hinter allen Nöten und allen Ängsten und aller Sorge eine tiefe Sehnsucht steht. Denn wenn es das etwas nicht so ist, wie ich es gerne hätte, und das an der Wurzel dessen etwas ganz und gar Positives ist. Also ich kann mich nur sorgen um meine Eltern, wenn mir meine Eltern sehr viel bedeuten. Und ich kann nur Angst haben davor, dass irgendetwas in Zukunft passiert, wenn es mir wirklich sehr wichtig ist, dass das nicht passiert. Und das, womit man sich dann verbinden kann, sollte eben nicht die Sorge und die Angst sein, sondern sollte das Positive sein. Ja? Also zum Beispiel die Liebe zu den Eltern, die man vielleicht nicht wird besuchen können. Und sich dann zu überlegen, Moment, also hinter der Sorge oder hinter dieser bleiernen Zeit, dass Begegnung jetzt nicht so stattfinden kann, wie ich es gerne hätte, darunter muss jetzt ja die Liebe zu den Menschen und die Freundschaft nicht leiden, sondern ich muss vielleicht, kann mir ja überlegen, wie kann ich die Beziehung dennoch gestalten? Ja? Wie kann ich meinen Eltern nahe sein, selbst wenn das körperlich, physisch nicht möglich ist? Also es wird immer von Social Distancing gesprochen, das finde ich Blödsinn. Es gibt eine physische Distanzierung, aber nicht eine soziale Distanzierung. Und sich da Wege zu überlegen, wie kann man Intimität und Nähe auch herstellen, obwohl wir uns jetzt körperlich nicht begegnen können, ist natürlich eine neue Herausforderung, aber das sind Wege, diese Sehnsucht nach Beziehung und nach Nähe und nach Liebe zu leben. Und dafür ist es eben wichtig, finde ich, den Blick zu wenden von der Eingeschlossenheit in sich selbst und dass man nur noch um Corona-Zahlen und was alles nicht geht, kreist und sich hinzuwenden zu dem, worum es dabei eigentlich geht, ja. Ja, bevor wir uns noch einmal der Musik zuwenden, hat uns Herr Mayer schon ein paar Fragen aus dem Publikum zukommen lassen, wenn ich die lesen darf oder lesen kann. Da steht der Verweis auf das kontemplative Gebet des Mittelalters von Michael Bort. Wie geht es Ihnen mit der Erfahrung, leer zu werden und sich mit Christus zu füllen, möchte ein Zuhörer gerne wissen. Das wäre genau eine Beschreibung der kontemplativen Meditation. Sich mit Christus zu verbinden, also in der christlichen Tradition ist es so, dass es etwas in uns gibt, in uns Menschen, Gott in uns. Also es gibt ja auch von Angelus Silesius über Weihnachten diese sehr schöne Sentenz, und wäre Christus 1000-mal in Bethlehem geboren und nicht in dir, du wärest dennoch verloren. Das heißt, sozusagen das kontemplative Gebet wäre, dass man in dieser Lehre immer tiefer diese Christuserfahrung macht oder die Erfahrung des Heiligen Geistes, also diese Erfahrung von Gott in uns macht. Buddhisten drücken das anders aus, da würde man sagen, es geht um die Entdeckung des Buddha-Keims oder der Buddha-Natur in einem, ja. Also etwas, was ich die spirituelle Identität eines Menschen nenne, auf die Sehnsucht zielt. Also das ist quasi das, worauf
das Buch hinausläuft, irgendwie, dass die Sehnsucht in dieser spirituellen Identität, wie man sie denn auch beschreibt, ja, ob als Erfahrung des Selbst oder als Christuserfahrung oder als Erfahrung der Buddha-Natur, das ist alles zweitrangig und ist auch sehr kulturell und biografisch nochmal bedingt. Unterschiedliche Metaphern. Unterschiedliche Bilder dafür, ja. Aber dem würde ich völlig zustimmen, dass es um diese in der Erfahrung der Meditation im christlichen Kontext so ausgedrückt ist, es geht um die Christuserfahrung. Und das ist eben diese Erfahrung zu lieben, ja, lieben zu können und grenzenlos lieben zu können. Dann haben wir noch eine, ja, ich weiß nicht, ob Frage, eher Anmerkung von Nico Schulz, der sagt, der das Gefühl hat, von Musik besser. Also, dass er das Gefühl hat, dass Musik ihm hilft, sich besser in seinen Körper hineinfühlen zu können, wenn ich das richtig verstehe. Er hat das Gefühl, ach, ohne Musik, besser sich in seinen Körper hineinfühlen zu können. Das geht mir ganz genauso. Aber das ist, glaube ich, auch eine Typensache. Aber es wäre wirklich eine Frage, ich meine, ich finde sozusagen, wenn im Zentrum von Yoga irgendwie auch die Selbstwahrnehmung liegt, ja, ob da nicht Musik eher einen abzieht. Aber das ist die Frage an den Experten, würde ich sagen. Genau, also wir, also wie gesagt, in unseren Studios, wir üben mit Musik, aber wir sind ja sozusagen nur das Sprungbrett für die Leute. Also wir wollen ja die Leute emanzipieren von ihrem Yoga-Studio und von ihrem Yoga-Lehrer, damit sie dann daheim alleine üben können, also die Self-Practice. Das ist tatsächlich das Ziel, also sozusagen find a guru, love him and leave him, also sozusagen darüber hinaus zu wachsen. Und das und die eigene Praxis daheim und die oder auch in anderen Kontexten, die würde man dann eben tatsächlich auch ohne Musik machen oder das anders probieren. Also wir haben genau das Feedback auch von unseren Schülern. Manche finden es ganz Wahnsinn und suchen sozusagen den Lehrer nach der Musik aus, ja, kann man fast schon sagen, oder nach der Lautstärke der Musik irgendwie. Also da gibt es die lustigsten Sachen sozusagen. Aber wenn man dann alleine übt, würde man wirklich so üben, wie man sich im Moment gerade fühlt oder wie man das Gefühl hat, was jetzt passend ist oder was überhaupt zu einem passt. Und das kann sich durchaus ändern. Also wie gesagt, ich habe lange zu klassischer Musik geübt und dann plötzlich wieder gar nicht und dann ganz ohne Musik und dann und so weiter. Also das verändert sich auch andauernd. Also ich, genau, also das ist offen sozusagen, ja. Und so soll es ja auch sein, das ist ja ein Experimentieren mit den eigenen Erfahrungen und auch mit den Veränderungen und auch immer wieder feststellen, dass es handelt sich um einen Prozess, ja, und der ist auch sozusagen unabgeschlossen und unabschließbar. Ich glaube, das müssen wir auch nochmal betonen, also es gibt keinen Endpunkt, wo wir sagen, so und jetzt ist die Meditation gemeistert und jetzt bin ich erleuchtet oder sowas, ja, und das war's, auf Wiedersehen, ich kann mich verabschieden, das ist sozusagen das ist nicht der, so geht es nicht, ja, sozusagen. Das ist. Ja, ich würde trotzdem Nico Schulz einladen, jetzt die letzten Cello-Sätze zu hören. Suite Nummer 3. Ich bedanke mich bei Michael Kern und bei Michael Bort für das schöne Gespräch und dann übergebe ich nach der Musik an unseren Gastgeber Stefan Meyer. Thank you.
Ja, der Applaus ist viel zu leise gewesen. Sie hätten sich mehr Applaus verdient. Das ist aber unser aller Problem in diesen Tagen. Aber euch Künstlern geht es wirklich sicherlich noch mehr ab als uns Gastronomen vielleicht. Als Yoga-Lehrer bekommt man, glaube ich, auch nicht so oft Applaus. Aber mir war der Abend und vielleicht auch Ihnen, Frau Amrei-Bohn, ein gewisser Trost in diesen Zeiten. Das war für mich so das Schlüsselwort, das ich mitgenommen habe. Frau Amrei-Bohn ist hier an der Münchner Musikhochschule Studentin für Cello bei Maximilian Hornung. Und ich bin sicher, Sie werden sie verfolgen, weil wir werden das auch tun. Und Sie sind hiermit schon jetzt eingeladen, nach dem aktuellen Wahnsinn uns gerne mal wieder zu besuchen und den Live-Applaus mit uns zu genießen. Schön, dass Sie da waren. Ja, ich habe mir einen Satz unseres sehr intensiven Chats notiert. Meine Schrift, an der muss ich noch arbeiten. Ich kokettiere immer damit, dass ich promoviert habe, um mir weiterhin diese Schrift erlauben zu können. Aber meine eigene kann ich lesen. Insofern zitiere ich ganz kurz Christine Baumgartner, die geschrieben hat am Schluss: Das Wunderbare am Yoga, an der Meditation und an der Musik, sie können die Sucht nach dem Sehnen beenden und das Finden befördern.
Ist das nicht ein schöner Abschluss des heutigen Abends? Also, wenn Sie noch dran sind, Christine Baumgartner, Ihre Aussage trifft hier auf Gehör und Zustimmung. Insofern kommen Sie das nächste Mal wieder, erzählen Sie weiter. Ich möchte mich, bevor ich mich bei den Protagonisten bedanke, auch bei den beiden Herren hinter der Kamera bedanken, Felix und Matthias. Danke, dass ihr uns so professionell unterstützt habt heute. Ich bin fürs Licht zuständig gewesen, beziehungsweise unser Hausmeister. Aber ich glaube, wir haben das ganz gut hinbekommen. Unsere tollen Kameras haben diese Dunkelheit dann auch gleich wieder wunderbar umgesetzt in eine spannende Lichtstimmung, hoffe ich. Der Ton war immer da und in bester Qualität. Ja, ich weise noch mal ganz kurz auf das Buch bei Elisabeth Sandmann hin. Das nehme ich mir heraus. Es ist für kleines Geld, wie ich behaupten mag, zu erwerben. Ein wunderbares Weihnachtsgeschenk in Kombination mit Leupoldpralinen noch besser. Empfehlen Sie es weiter, schenken Sie es weiter. Ich glaube, wir sind alle inspiriert und beschenkt worden. Ich glaube, dass wir das Social Distancing, das Wort hat mir auch gut gefallen, so ein Stück weit heute Abend auch dem entgegenwirken konnten. Also sprich, dass wir uns sozial sozusagen wieder annähern konnten durch so ein Format, das einfach in dieser dunklen Zeit da hinausruft und die Hand reicht sozusagen, um die Zeit auch besinnlich zu gestalten und die starre Zeit trotz wenig Begegnungen einfach schön zu machen und werthaltig zu machen. Ja, ich erlaube mir noch ganz kurz die zwei nächsten Veranstaltungen. Es sind wenige, aber ich habe mir ganz fest vorgenommen, den 6.1. wieder einen Salon Musik zu machen mit dem wunderbaren Luis Vandori, der schon öfter hier war. Er ist Solist für Violine. Er wird spielen Johann Sebastian Bach, die 1001. bis zur 1003. Sonate. Und besonders stolz bin ich auf den 28.01., wo wir zusammen mit dem Institut Français Jacques Attali begrüßen dürfen. Entweder virtuell, aber vielleicht ein ganz kleiner Hoffnungsschimmer, den habe ich noch, den lasse ich mir auch bis zum 10. nicht nehmen, 10. Januar oder kurz vorm 10. Vielleicht schaffen wir es tatsächlich, Jacques Attali, einem der großen Politikwissenschaftler, Philosophen, großen Denker, Idealisten. Er war der Mann, der François Mitterrand an die Macht geholfen hat, behaupte ich. Er kann jetzt nicht widersprechen, aber er war seine rechte Hand und Spiritus Rector. Und insofern freue ich mich sehr. Ich hatte vor kurzem das Vergnügen, mit ihm schon eine Konferenz virtuell zu gestalten. Und ja, es wäre wunderbar, ihn hier zu haben. Danke den Herren. Danke dem ehemaligen Nachbarn, der hier im Luitpoldblock ja schon mal gewirkt hat, Richtung Maximiliansplatz. Herr Bort, ich hoffe, das war das erste, aber nicht das letzte Mal. Im kleinen oder im großen Kreis ist Ihr Wunsch, sei mir Befehl. Und bei Dr. Christian Gurke bin ich mir sicher, weil er ist nämlich Stammgast. Und wenn Sie ihn mal so nonchalant eine Frage stellen wollen, kommen Sie einfach ins Café Luitpold, er ist fast immer da. Wenn geöffnet, genau. Also herzlichen Dank, Christian Gurke, Sie haben das wieder wunderbar gemacht und ich freue mich auf alle die tollen Projekte. Sie hatten mir erst gestern wieder oder vorgestern was vorgeschlagen, Walter von der Vogelweide. Das Schöne ist, dass wir so Singularitäten hier produzieren, die wirklich das ihresgleichen suchen im Vergleich zu dem, was da draußen passiert. Insofern danke, dass Sie da sind, dass Sie uns die Stange halten und dass Sie uns immer weiter mit so tollen Ideen befruchten. Herzlichen Dank. Schönen Abend und kommen Sie bald wieder. Danke.